Ja, wie ist der Stand mit meinem Arm, nachdem ich jetzt nochmal in der Notfallaufnahme war tatsächlich? Also ich wollte ja erst nicht gehen, habe meinen Nachbarn jetzt nochmal gefragt. Der ist nämlich Unfallchirurg und der meinte, geh mal lieber. Also bin ich natürlich 17 Uhr nochmal gefahren, jetzt gerade wieder zurück. Also mein Arm wurde hier dick einbandagiert, wie ihr seht. Also es ist zum Glück kein Bruch oder sowas, aber es tut halt höllisch weh. Ich soll in 3 Tagen wiederkommen, wenn es immer noch weh tut. Und es ging tatsächlich relativ fix. Also ich war 2 Stunden dort. Gut, mit Kindern ist es natürlich blöd, aber die haben sich schon beeilt, kann man sagen. Zumal ich tatsächlich auch nicht nur geröntgt wurde, sondern auch noch ein CT gemacht wurde zum Abklären. Und weil ich natürlich jetzt nichts mehr kochen konnte, haben wir noch eine Pizza geholt. Die werden wir jetzt noch schön essen. Danach gehen wir alle ins Bett. Wir sind alle todmüde. Und ich weiß definitiv, ich werde beim Fußball von meinen Jungs nicht mehr nach irgendwelchen Bällen springen. Aber als allererstes nach dem Video jetzt nehme ich auch meine Schmerztablette, denn es ist, tut wirklich. Es ist abartig, wie es weh tut.